So, hi everybody, and special greetings to Andy Haas. This is my first unboxing, unpacking video. And I do it since I won that giveaway from Andy Haas. It's about Ed Mahoney EDC knife. And yeah, now I have to tell it in German language. Ja, hallihallo, willkommen und spezielle Grüße an Andy Haas. Das ist mein erstes Unboxing, Unpacking Video, Auspack Video. Ich habe ja bei dem Giveaway vom Andy mitgemacht, wo es um das neue Ed Mahoney EDC ging, also ein Messer, das da Andy gepimpt hat und das jetzt in einer eigenen Reihe erscheint. Ich hatte den Dusel und habe zum ersten Mal was gewonnen, ein Messer gewonnen und mache jetzt das erste Unpacking-Video und das ist das erste Messer dieser Serie oder eigentlich noch ein Vorserienmesser. Ist also was ganz Besonderes und ich bin schon mal riesig gespannt. Zum Auspacken benutze ich standesgemäß ein indisches Bauernmesser. Ich zeige das gleich mal kurz näher, das liegt da oben drauf, der Folder. To open that envelope, I use a Indian farmer's knife. The Indian answer on the opener challenge. I show it. So, that's that Indian farmer's knife. Das indische Taschenmesser. As you can see, very strong. Slip joint. You don't need a backlog or anything because nearly impossible to close it. Opening zip takes some power. So now let us open. Wie ihr seht, ist das so ein ziemlich stabiles Messerchen. Kostet umgerechnet ungefähr 50 Euro Cent. Mal gucken, ob ich damit den Umschlag aufkriege. So, the first Ed Mahoney in India and the first EDC ever. It's even pre-series model, prototype. So here is this Ed Mahoney EDC. Seht die Scheide, ist gar nicht so wie ich dachte, ist eigentlich eine schöne Scheide. Hat irgendwie im Video anders ausgesehen. Jetzt Messerchen raus. Schönes Teilchen, oder? Da ist noch irgendwie so ein Marke drauf. So, jetzt müssen wir andersrum stehen. Also ich denke, für meine Hand ist das genau passend, hä? Klasse Ding. Schöne Schalen, schönes Ding. Oh, oh, schön scharf. Andi, das Ding sieht klasse aus. Also mir gefällt es gut. Und tausend Dank natürlich. Und so in zwei, drei Wochen, wenn ich das mal besser ausprobiert habe, werde ich ein Review davon machen. Also richtig schönes, kleines, genauso wie ich es brauche für jeden Tag. Scharfe Kante, kann man bestimmt auch gut mit dem Feuerstahl arbeiten. Richtig klasse. Gefällt mir gut. Also,
Yeah, it looks very nice. And I will upload a review in some 2 or 3 weeks once I used it. That was just the unboxing. Thanks to Anne, thanks to Edmar Honi Germany, and I'm happy. And see you soon. Thank you.